also habe ich mir ein paar vertraute Dinge. Ja, Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Tschüss. Renn! Ach ja, die Schwarze eingehen. Quest aktualisiert. Yay. Warum muss ich das eigentlich immer solo machen? Natürlich haben wir Günther dabei. Ohne Günther, oh Gott, wir haben ohne Günther aufgeschmissen. Ich liebe Günther, finde Günther auch toll. Also ist doch toll, dass wir Günther toll finden. Ne? So, jetzt haben ganz schnell noch einen Text runtergerannt. Gut, dann gehen wir in die geschwärzten Hallen, werden noch mal ein bisschen was wegfrittieren und dann gucken wir mal, dass wir diesen Kryplo fanden, ne? In dem Fight One-on-One wegfilettieren. Hätte ich gesagt. Also das ist zumindest mein Gedanke. So, raus mit uns. Wohin? Ach, da lang. Ja, okay, da kann man zu Fuß gehen. Ist ja nicht weit. So, biegen Sie die nächste links ab. Biegen Sie links ab. Guck, so einfach funktioniert das. Warte mal, da kann man runterspringen. Achso, von da aus. Ja, ja, nee, ich dachte gerade, eine andere Klippe. Da von dem anderen mal Laberstein. Laberababer. So, Labersteinchen. Eine Fäule, die Tirins müden Pilger nicht bekannt war, stapfte durch die Ebenen. Angestrengtes Ächzen verkündete den Ruf der grobschlächtigen Jotun, des Riesenvolks aus alter Zeit. Der Hammerkämpfer, die in schmerzlichem Marsch Wälder zertrampelten und Felsen fallen ließen. Das Gewicht ihrer Schritte zermalmte die Knochen vergangener Krieger. Kelorins Legion war zu schwach. Bayalas Gebete blieben unerhört. Und die Furcht des Todes ging zu leicht mit den schweren Schritten der Hügelbewohner einher. Ach, da ist die Kiste. Gut, sehr schön. Hexenprobe genommen. Hatte nicht irgendwo was hingelegt. Naja, egal, wir gehen so rein, wir fangen das auch so. Ach, da ist es. Da ist der Sack. Guru Stiefel. Die bringen jetzt echt was. Rüstungen. Hände, Burustiefel. Eins, wenn ein Zauberversehen mit dem Besitzer unsichtbar und unantastbar macht, sind diese alten Stiefel nun fast völlig aufgelöst. Eine geringe magische Energie geht noch von ihnen aus, doch sie werden wohl bald völlig unbrauchbar sein. Naja. Achso, kannst du gar nicht anziehen. Ja gut, okay, dann halt nicht. Wir haben sie dabei, ich glaube, das reicht. Sekunde. So, und weiter geht's und los geht's. Spiegel der Weite finden. Ja, gleich. Ich würde jetzt sagen, ich war hier schon mal. Wunderbar. Gut, dann gehen wir jetzt da rein. Ach stimmt, die Tür war letztes Mal nicht offen. Gell, das war's. Gang der Flammen passieren. Uah! Das war's Problem. Stimmt, das war's. Letzten Spielstand laden. Brauchen wir doch dann seine komische Krüppelschuhe. Stimmt, da bin ich jetzt mal verreckt. So. Inventar, Rüstungen. Speichern wir mal. Die Flammen gehen einfach erst gar nicht an. Ropfel. Was für ein Witz. Da speichern. Huch, nee, da sind noch mal welche. Rüstung. Uah! Als die Verzauberung der magischen Stiefel erschöpft ist, zerfallen sie ohne, dass etwas von ihnen zurückbleibt. Ein bisschen barfuß, geil. So, speichern. Uiuiui. Geschafft. Die sinkende Hitze des Ganges der Flammen scheint schwächer geworden zu sein. Es ist nun vermutlich sicher, ihn zu durchqueren. Burustiefel als Verzauberung der magischen Stiefelstöße. Genau. Au! Bisschen bescheuert? Tut doch weh!
Komm ich da durch? Ja, Tür geöffnet. Huch. Komisches Flammenzeug. Uah! Immer so schnell hektisch durchrennen. Jetzt brauchen wir erstmal Günther wieder. Günther, aktiviere dich! Achso, warte mal, von da bin ich noch gekommen. Der Boogie. Dann müssen wir da lang. Wir müssen jetzt durch die Gegend zum Gang durch, so einen komischen, ne? Ah, Labyrinth-Anführungszeichen, aber ist ja egal. Machen wir eine Map. Die können wir uns ja verlassen, zum Glück. Öffne Tür. So Hilfe, oh mein Gott. Oh mein Gott, der Tod ist hier. Und kaputt. Geht nicht kaputt. Kaputt. Ah, oh, ich würde es so schön finden, wenn ein richtiges Overlord wieder rauskommen würde. Ah, oh, mit den ganzen Schergen und allem. Ah, oh, das war so toll. Ich habe das so gefeiert. Ach ja. Weil ich das immer durchgespielt hätte. Hilfe, Hilfe! So Hilfe! Helfet mir doch! Ihr Monsterlein! Helfet mir! Helfet mir! Los, helfet mir, sagte ich! Ich sterbe! Helft! Ich mach was! Oh, das hat sie noch elegant gelöst. Hat einfach mal so noch kurz freigelassen. Geil. Prinzip ist Ebenhaus gedönst da. Ach, Günther ist auch mal wieder am Start. Way, GG, was geht? Okay, das war's. Hä? Okay, das ist komisch. Dann geh mal da lang. Arschloch. Ist mir jetzt egal, geh ich da lang. Achso, da geht es ja auch. Oh. Deswegen will ich, dass man so lang laufen. Ist langweilig. Günther, nicht schlapp machen. Ja, komm. Klopf, klopf. Juhu! So, mach's ganz einfach, den benutzen wir so selten, ne? Die Tür geht nie auf, dann müssen wir die andere nehmen. Und dann nehmen wir die da drüben. Ja, ja, komm ruhig her. So. Muss ich brutal laut stellen, weiß, ne? Ist egal. So, dann geht die Tür auf. Jetzt mal rechts lang, weil da noch eine Tür ist. Mann, Mann, Mann. Halle weiter erkunden. Jupp, in Arbeit. So Hilfe, Herr Monster! Hilfe! Hilfet mir! Helfet mir! Oh mein Gott, ihr seid ja alle fast tot! Jetzt seid ihr's. Interessante Gegner, aber mit dieser üblichen Kombi, ey, dafür frittiert man einfach alles weg. Ist voll pervers. So. Was haben wir jetzt noch? Feuer, Labyrinth, keine Ahnung. Ach, der Dämon, genau. Hier kann man wahrscheinlich dann mit unserem Überzeugungsmodus da wegkillen.
Coach, darf ich mal bitte kurz? Der ist aber gleich tot, ne? Was darf ich drücken? Du legst den Wächter das Amulett von Riten an. So. Speichern. Was soll denn das jetzt? Ach, der kann weggekillt werden. Okay. Ach so, weil das Amulett noch dran war. Okay. Ach so, ist ja schon tief gekühlt. Ah, jetzt, ja. Ich verstehe. Wenn wir jetzt ernsthaft den ganzen Scheißweg zurücklaufen. Stimmt, da war ja noch das Siegel dran. Ich vergaß. Das heißt, die Siegel nicht, aber das, die Geme, die, wo den Fluch ja aufhebt, die von den Fans, ist egal. War ja keine große Kunst mehr. Kann man nicht töten, na, abwarten, das kriegen wir auch noch hin. Wo ist eigentlich Günther? Ah, okay, wir müssen geradeaus durch jetzt laufen. Oh, ist die blöden Mauern ja dauernd hochkommen. Oh, der hat was liegen lassen, ist aber lieb von euch. Ein bisschen, oh, ein bisschen, 1200, das ist akzeptabel doch. So. Wir haben auch noch mit. Uns verstohlen haben, müssen wir auf jeden Fall verbessern, dass wir mehr klauen können zukünftig. Günther, nein! Günther wurde festgesetzt. Wie konnte das nur passieren? Dann wollten wir echt mal Viecher, wo wir echt hardcore leveln können. Weil das Level zieht sich gerade echt so langsam ein bisschen. Kann ich gar nicht wissen, Hauptquest auf einmal. Das heißt, wenn das so 10 Stunden Spielspaß, wir düppeln ja schon bei über 80, bald 100 rum. Oh, da haben wir es vergessen. Nee, leuchtet nur. Okay. Ach, das war zu weit. Ups. Wo lang? Links. Ich laufe einfach noch ganz stupide gerade aus. Es soll jetzt sicher sein, als geheißen. Ja, gut, okay, ist ja schön. Weil das wäre jetzt ugly as fuck, ob es nicht mehr raus. Die haben nichts liegen lassen, oder so? Nö, schade. Wäre auch zu schön gewesen. Boah, hier hat es aber einige versenkt, du. Holy shit-a-roni. Ah, das können wir noch kurz mitnehmen. Lenzlein. Zunderzweig. Yo, was geht? Hab geschafft. Grim Dawn. Das ist also der Spiegel der Weite? Yes, baby. Gut gemacht. Yes. Und er sagt, die Zen-Schreiben sind... Interessant. Gell? Das spare ich mir lieber für ein anderes Mal auf. Jetzt fehlt uns nur noch ein Teil dieses Puzzles. Wir müssen herausfinden, wer der Hierophant ist. Und ja, dafür müssen wir uns vorerst trennen. Euer Weg führt nach Süden ins Sonnenlager. Haltet euch bedeckt, übernehmt ein paar Aufträge. Und das alles wird schon bald ein Ende haben. Sonnenlager. Es ist nicht wie hier, Täubchen. Allein die Hitze genügt schon, um einem Reisenden das Lächeln aus dem Gesicht zu treiben. Und es gibt auch kaum Schatten. Was mache ich im Sonnenlager? Verhaltet euch unauffällig. Der Hierophant beobachtet euch noch immer. Er wird erfahren, dass ihr überlebt habt. Nicht jedoch, dass ihr auch nur den geringsten Verdacht habt. Wenn ihr im Lager seid, sprecht mit Agine, der dortigen Anführerin, und besorgt euch ein paar Aufträge. Das okay. wird den Hierophanten hoffentlich ablenken. Okay. Ich spüre euch dann wieder auf, wenn es Zeit ist. Okay. Agine? Sie ist ziemlich schroff, aber weitestgehend harmlos. Ich schiebe es auf den Sand da draußen in die Türe. Okay. Bis dann. Sehr genau, bin gleich wieder da. Ich muss nur kurz Bibi. Bis gleich. Hui, so. Jenseits des, Tellerrands. Ja, genau. Unser Ding. Jenseits vom Tellerrand. Da gehen wir jetzt hin.
machen das und dann machen die Meerhofanten ein Ende. So, müssen Sommerlager hat's geheißen, ne? Siehst du da? Da war ich schon. Cool. Ach, das war das. Ja, klar, natürlich haben wir das schon. Kann man kurz ein bisschen Material verkaufen? Nein, das waren die Freaks da oben. Hallo. Herr Dealer. Na, kann man denn hier einquetschen? Ich hätte die eine oder andere Kleinigkeit zu verkaufen. Auf Wiedersehen. Achso, warte mal, aber ja, kurz. Ich muss einfach noch abchecken, was ich für Waffen gefunden habe. Mhm. Und ich sollte mal zum Schmied gehen und mir das Sache überhaupt nur reparieren lassen. Achso, da brauche ich Macht, da brauche ich. Geht nicht, bringt nichts. Mhm. 35. Aber keine geben frei. Okay, Ausschritt. Schön, ein weiteres Gesicht im Sonnenlicht. Verkaufen. Sturmrufer. Ja, komm, schmeiß weg. So. Dann das kann weg. Das. X. Ich glaube, ich habe sehr viel Gestohlenes. Achso, warte mal. Ich bin ja bei denen. Ja, die kann ich keine verkaufen. Warum habe ich jetzt noch so viel Gewicht? Lager zu sehen. Möchtet ihr vielleicht handeln? Auf nee, habe ich gerade schon. Und tschüss. Da, Schmiedin. Die muss man reparieren bestimmt. Es ist schon länger her, dass Algine im Lager war. Alles, ja. Ich hoffe, alles ist in Ordnung. Lebt wohl. Du auch. Ich muss hoch. Wir haben uns aber damals, glaube ich, gar nicht so ordentlich umgeschaut. Ne? Ein weiterer Neuling im Sonnenlager. Ja, und? Falls ihr einen Schmied braucht, Brientes Schmiede ist niemals... Wenn man nur weiß, wo man suchen muss, gibt es in dieser Welt unzählige Reichtümer zu entdecken. Wenn ihr es wünscht... Kann ich euch mit dem Segen des Hierophanten beibringen, sie zu finden? Ah ja. Argine hat hier im Sonnenlager die Leitung. Und sie leistet wirklich gute Arbeit. Ah ja. Apotüre? Es war früher ein Bergbaugebiet. Doch nach allem, was ich gehört habe, gibt es dort nicht mehr viel, was sich aus der Erde graben ließe. Aber wenn man die Augen offen hält, gibt es in den Minen und Steinbrüchen trotzdem immer noch genügend andere Dinge zu plündern. Na gut, okay. Seid und auf tschüss. Der Hut. Du auch, Schnucki. Ja, nimm mal mit. Guck mal, verticken. Es gibt hier zahlreiche Händler, bei denen ihr eure Münzen loswerden könnt. Ich würde gern geben schleifen. Mal so langsam, weil die Kurs ist, wird so langsam full. Hi. Soweit ich weiß, zahlt Harryset gutes Geld für Eisenteile. Ach, da drüben, hä? Wie, wo, hä? Geht's runter? Ja, geht's runter, okay. Ach, da müssen wir hin. Küste! So, was gibt's hier? Mitnehmen. So. Hallo. Mama? Wir haben also einen Neuankömmling im Sonnenlager. Mhm. Ich habe Geschichten über eine Reisende gehört. Eine wahre Diebin, voller Können und Eifer. Ich nehme an, das seid dann wohl ihr? Yep. Eure Ankunft steht unter dem Segen des Hierophanten. Ich hoffe, das wird mein Lager von diesen idiotischen Gerüchten über Grimm Onweg und seinen Kreuzzug ablenken. Argine, Stabdame. Ich bin Argine, die Anführerin des Sonnenlagers. Unter meiner Führung ist eines der größten und profitabelsten Lager der Reisenden entstanden. Der Titel Stabdame ist den ältesten und weisesten Anführerinnen der Lager vorbehalten. Der Hierophant hat ihn mir für meine Dienste verliehen. Der Hierophant? Es wäre klug von euch, nicht jene zu hinterfragen, die über euch stehen, Kind. Und der Hierophant sollte von niemandem hinterfragt werden. Der Hierophant schenkt uns Prophezeiung, Vorahnung. Die Reisenden sind blind, doch der Hierophant sieht klar und führt sie zum Wohlstand. Dunkle Gerüchte. Ja, er will offenbar die Traditionen unzähliger Jahre nur wegen seines fehlgeleiteten persönlichen Grolls über den Haufen werfen. Das kann kein gutes Ende nehmen.
Reisende? Wir sind nicht das Gesindel, das viele in uns sehen. Und auch nicht die Bettler, für die man uns hält. Für derartige Urteile habe ich nur Verachtung übrig. Wir führen in dieser Wüste unser eigenes Leben. Mhm. Die Reisenden meines Lagers sind profitabel, ordentlich und gehorsam. Und das alles ohne Mauern oder Tore. Geht nach Weißfels und seht selbst. Sind die Leute dort etwa glücklicher? Pff, sie sind erbärmlich. Ich suche Arbeit. Also gut. Es gibt in diesem Lager schon genug Reisende, die über diesen Grimm-Onweg reden. Wir müssen ihnen zeigen, dass noch immer Arbeit wartet. Ihr seid mit unseren Abläufen vertraut. Und wir hier halten den gesegneten Hierophanten in höchsten Ehren. Geht zu dem Schrein im Lager und betet dort, wenn ihr nach Arbeit sucht. Was soll ich machen? Ein wahrhaft armseliger Scherz. Ihr müsst vor dem Schrein des Hierophanten beten. Gesegnet seien die allsehenden Augen unseres Leitsterns. Okay. Verschwindet. Okay, Schlampe. Was? So. Wo ist der Blödofant? Ach, da ist der Blödofant. Hallo Blödofant, ich lebe noch. Der Schatten ist also ins Sonnenlager gekommen. Ich habe gesehen, was mit Fassmeer geschehen ist. Welch eine Tragödie. Ein Glück, dass ihr dem entronnen seid. Das erinnert mich an ein Gleichnis der Wüste. Ein Adler, stolz und wild, hörte, dass niemand höher fliegen könne als die Sonne. Und dass die Sonne alles sehe. So erhob sich der Adler mit seinen gewaltigen Schwingen in die Lüfte, um das Licht der Sonne fernzuhalten. Er konnte zwar nicht das gesamte Licht auslöschen, aber es genügte, um stets einen Schatten auf seine Beute zu werfen. Und wir fragen so ein bisschen, wollen ja nett sein. Ihr meint, wer ist der Adler, wer die Sonne und wer die Beute? Die Lehre eines Gleichnisses liegt im Verständnis des Hörenden. Aber ihr seid gekommen. Nach dem, was über Grimm Onweg und seine lächerlichen Pläne erzählt wird, werde ich derartigen Gehorsam brauchen. Die Reisenden werden erkennen, wer für sie sorgt und wem sie ihre Gedanken widmen sollten. Und eure Arbeit wird dazu dienen, diese Botschaft zu verbreiten. Ah ja. Was soll ich für euch tun? Komm ich auf den Punkt. Ihr mögt schon viele Schätze gestohlen haben, doch diesmal werdet ihr den einen stehlen. Den Dietrich des Meisters. Es heißt, er öffne jedes Schloss. Cool. Ich habe den Dietrich in einem kleinen Schmuckkästchen gesehen, das sich im Besitz von Eloreen Kriet befindet. Sucht in den Laboratorien von Adessa nach ihr. Erzählt mir vom Dietrich des Meisters. Er ist ein Artefakt mit gewaltiger Macht, hinter dem alle Diebe und Schurken her sind. Denn es heißt, kein Schloss könne seiner Magie widerstehen. Sollte ich sonst noch etwas darüber wissen? Unklarheit rankt sich um diesen Gegenstand. Er befand sich in Elorins Besitz, doch ist ungewiss, ob sich irgendetwas ereignet hat. Schlagt unverzüglich zu. Diese Angelegenheit wird von einer Art Ungewissheit überschattet. Okay. Und tschüss. Daraus. Dietrich des Meisters stellen. Ach, ja, jetzt hat es wieder nächstes. Immer so Low-Bob-Aufträge. Wer ist denn da? Schleicherschakram. Naja, dass ich nicht hoffe, dass da ein Skelett rumlegt. Aber gut, ist ja nicht mein Ding. Apotüre. So, wohin? Links, rechts, geradeaus. Lauf faul. Ne, weiß doch, da lang. So, schönes Laboratorium von der Tante. Ich weiß, glaube ich, ein bisschen ungefähr. Noch eine? Ach, Ruhe, du kennst mich doch schon, Digga. Das ist mein Gamerschleiferhaus, kann das sein? Da würde ich ja mal reingehen. Und so gehen wir da kurz ein bisschen wegfrittieren, weil ich denke, die machen auch ein ganz schön ordentliches Gewicht aus. Gamer-Schleifertisch. Gemmen zu verkaufen. Nee. Ich will den Schleiftisch. Da ist er. So, mal kurz gucken, wie viel haben wir an? 68. Scherben aufwerten. Ja, das ist ein bisschen dauern, ich weiß, eine Weile her. ...68, sagte ich, ne? Mal Platz. 68, scheiße, okay, hat nichts ausgemacht. Gut, aber wir haben es wirklich so viel geschliffen. Ich glaube, wir müssten erstmal herkommen und, Game-Schleifen verbessern, um daraus bessere R zu kriegen noch und herstellen zu können.
So, dann speichern wir gerade mal vor der Haustür. Verfluchte Truhen. Gell, sehe ich auch so. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, doch, das war richtig lang. Oh, machen wir das Blum-Blum aus, das nervt. So, und jetzt die nächste links, dann rechts. Okay. Entschuldigt? Hallo. Wie verdammt töricht von dir, Elorin. Oh, ich hatte euch gar nicht bemerkt, Fremde. Wer seid ihr? Ich widme mein Leben der Auswertung der Ergebnisse unserer Experimente und finde heraus, wie sie der Basilika Gnostra nützlich sein können. Das ist meine Pflicht und meine Aufgabe. Mhm. Mhm. Sekunde, ich muss ja kurz was... Ach, Mann, Macher. So, löschen, danke. Ach, immer diese Spam-Nachricht. So, Laboratorien. Wir führen innerhalb und außerhalb der Stadt Experimente durch und sammeln die dabei gewonnenen Informationen. Okay, Adessa? Es ist der mit Abstand bedeutendste Ort in den Feinlanden. Es beherbergt das gesamte Wissen, die Kultur und die Fortschritte der Gnome. Ich suche den Dietrich des Meisters. Was? Wovon zum Teufel redet ihr überhaupt? Ich habe nichts derartiges wie einen, sagtet ihr, Dietrich des Meisters? Selbst der einzige Besitz, der mir überhaupt wirklich gehörte, befindet sich nicht mehr in meinen Händen. Aber warum erzähle ich euch das eigentlich? Lasst mich in Frieden. Ich will mich nur unterhalten. Freundlichkeit. Ja, es ist schon viel zu lange her, dass ich mich mit einer freundlichen, anständigen Person unterhalten konnte. Also ich habe diesen Dietrich des Meisters nie besessen. Was ich hatte, war ein merkwürdiges Schmuckkästchen, das sich einfach nicht öffnen ließ. Und dann haben es die Prätorianer beschlagnahmt. Nun verrottet es in der Rüstkammer. Und all das nur, weil sie glauben, ich würde mit jemandem unter einer Decke stecken, den sie nicht mehr unterstützen. Das ist wirklich zu ärgerlich. Mhm, okay. Ah, liebvoll. Wie meint. Ah, da ist auch ein GEMA-Schleifertisch. Ach Gott, dann müssen wir wieder runter. Warte, warte, müssen wir raus? Müssen raus, ne? Ja, müssen raus. Ach, das waren die Dingerbahnen. Ach, wenn wir das irgendwann mal auf Ultimum haben, dann klatschen wir die Quest auch noch kurz durch. Kriegen wir hin. Jo. Was? Mit dir kann man nichts mehr anfangen. Habt ihr alles erledigt, was ihr euch vorgenommen hattet? Es war mir ein Vergnügen. Mir nicht. Nicht eine doofe Aufgabe. So, jetzt müssen wir hochwackeln. Lalala, lalala. Dann hier nochmal kurz speichern. Gehen wir hier rein. Lalala. Juhu! Wir sind mit denen eh schon cool drauf. Und da passt es. Wie fackeln wir hier? Günther Wallraff. Und ihr? Muss nur kurz warten, bis es aufhört. Na, komm schon. Dann befindet sich eine Notiz. Lalala. Was tut ihr hier? Oh, ich gehe schon. Eis zerstören und euch abmurksen. Wären wir schon mal hier schön. Sehr leicht. Nö. Hä, was sieht uns denn? Ist doch kein Schwein. Verstehe ich nicht. Aha, aha. So. Was tut ihr hier? Kann mit euch reden? Ich habe gehört, Templer Montanel unterrichtet wissbegierige Schüler in der Kunst der Persuasion. Persuasion, naja. Ist egal, wir gehen jetzt. So. Achso, halt. Sonnenlager, ja. Mhm.